Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brawny TV. Ich bin Brawny und habe letzte Woche ein Mediabook bekommen, mein erstes, das ich jemals bestellt habe in der Vorbestellung. Und zwar ist das Following von Christopher Nolan. Und das Mediabook werde ich euch heute präsentieren. Also gehen wir direkt down in die Top-Down-Perspektive. So, und hier haben wir das gute Stück. Und zwar ist das, wie gesagt, Following von Christopher Nolan. Dieses Mediabook ist eine Ersterscheinung. Wir haben auch meines Wissensstands nach noch nie von Following eine deutsche Fassung auf CD, DVD, Blu-ray, was auch immer oder auf VHS irgendwie gehabt. Das ist hier also die absolute Erstausgabe. Die Folie ist, naja, relativ dünn gehalten. Man sieht hier auch, eventuell, dass hier auch noch ein paar Fäden von der Folie rausgucken, was jetzt nicht so ganz schön ist. Aber hauptsächlich geht es hier um das Mediabook. Was ich halt jetzt schon erkennen kann, ist, dass das FSK-Logo hier fest aufgedruckt ist, was natürlich ziemlich ärgerlich ist. Ansonsten hier hinten haben wir auch noch die EAN, was nicht ganz so schön ist, aber ist für mich erträglich. Andere finden das ja ein bisschen schlimmer als ich. Was halt ein bisschen schade ist, dass es nicht limitiert ist. Angeblich wäre es das, allerdings sehe ich hier zumindest nirgends irgendeine Limitierungsnummer. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Hier haben wir da einen Aufkleber. Oh nein, das hier, dieser gelbe Schriftzug, dieses gelbe Etwas ist auch aufgedruckt. Das ist ziemlich schade, dass man das hier jetzt so gemacht hat, aber okay. Jetzt gucken wir mal. Mein erstes Opening eines OVP-Mediabooks, das ich jemals gemacht habe. Mal gucken, dass ich es nicht versaue. Ausgerechnet beim ersten Mal, das geht ja hier schon richtig super. Ah, jetzt habe ich es. Ja, kriegen wir hin. Ja, wie gesagt, das Ganze ist relativ dünn. Ah, okay, das ist schon mal nur halb so schlimm, wie man hier schon sieht. Geht das Ganze jetzt schon ab. Das ist schon mal sehr gut. Was jetzt natürlich fatal wäre, wenn hier jetzt dann die Oberfläche hier unten drunter nur schwarz wäre. Hoffen wir mal nicht. Hier hinten. Ah, okay, das ist auch Papier. Hier steht noch drauf vom Oscar-Preisträger Christopher Nolan, autorisierter Bildmeister. Umfangreiches Bonusmaterial limitiert und nummeriert. Ah, vielleicht doch. Auf der Rückseite unter dem Papier hier drunter 16-seitiges Booklet. Hier das FSK-Logo ist dann hoffentlich gleich weg. Und wie gesagt, wir hoffen, dass hier unten drunter nicht schwarz ist. Wie sieht es aus? Hervorragend. Ganz genauso, wie man es haben möchte. Hier noch ein Stück Folie, das noch Fädchen geschlagen hat. Super, gefällt mir richtig gut. Das hier ist jetzt weg. Falls ihr hier komische Geräusche hört, irgendwie treiben sich da gerade irgendwie eine Katze und ein Vogel draus. Aber ich muss das Fenster aufmachen. Hier drin ist es schon ziemlich warm unterm Dachfenster. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ja, wie gesagt, hier haben wir, das ist so mit so einem Plastikklebedingsbums hier angeklebt. Dann kommt das jetzt auch gleich schon mal weg. Hier haben wir noch eine Beschreibung, was für ein Bonusmaterial. Die EAN, wie gesagt, die Lauflänge. Hauptfilm 70 Minuten. Extras haben wir 200 Minuten. Das ganze Bild in 1,33 zu 1. Wie man das umrechnet, keine Ahnung. Ob es dann irgendwie ein bestimmtes Format gibt, das man da vergleichen kann. Untertitel Deutsch, Ton des Films Deutsch und Englisch. In DTS HD Master, Audio 5.1, Extras in Deutsch und Englisch. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal ab.
und sehen eine Nummerierung. Ist das nicht der Hammer? Allerdings sehe ich hier nicht, auf wie viel das Ganze limitiert ist. Was ich weiß, ist, dass man das Mediabook noch ganz normal kaufen kann. Wir haben hier die Nummer 987. So. Ich selbst bin ja ein richtig großer Christopher Nolan-Fan und habe schon ewig lang gewartet, dass ich diesen Film auch mal sehen kann, so dass ich auch irgendwann hier mal eine Top-Liste erstellen kann der Filme, weil Following gehört einfach als sein erstes Regisseurwerk dazu. So, jetzt schlagen wir hier auf. Hier haben wir direkt auch schon mal, was haben wir hier? Die DVD, die ist sehr fest hier drin, prinzipiell sehr gut. Das lassen wir dann erstmal so. Following Booklet. Was haben wir hier? Dasein und Zeitlichkeit. Oh, okay. Von Christopher Nolans Filmen können wir lernen, wie die Mechanismen des Kinos funktionieren. Prinzipiell schon mal nicht verkehrt. Okay, eine grobe Strukturierung kann man hier nicht erkennen. Immer nur Schlagwörter und Zitate, die hier vermerkt sind. Ein paar Bilder. Mementos, Umschlag der Zeitlichkeit. Also scheint es hier um Zeitlichkeit zu gehen. Following, eine Zeit, Bindestrich, Puzzle. Okay. Vergangenheit und Zukunft, Interstellar und Dunkirk. Also scheint es hier irgendwie auch so um seine anderen Filme noch zu gehen. Immer wieder auch mit Bildern hinten dran aus dem Film. Wer den Film auf Englisch gucken will, in einer ziemlich miesen Qualität, gibt es ihn in Englisch auf YouTube zu sehen tatsächlich. Aber das wollte ich dann ehrlich gesagt nicht antun, weil das ist eines Christopher Nolans einfach nicht würdig. Nolans Existenzerkundungen, ein Fazit zum Schluss. Hier steht noch was über den Autor. Und dann haben wir hier hinten auch schon die Blu-ray. Ist ein sehr übersichtliches Mediabook, aber insgesamt bin ich doch schon zufrieden. 30 Euro ist natürlich schon ein ziemlich krasser Preis für so ein ziemlich schlichtes Mediabook. Das würde ich natürlich auch nur für die allerwenigsten Filme ausgeben wollen. Aber ich bin soweit, diesen Film anschauen zu können. Jetzt mit diesem tollen Mediabook werde dann auch noch eine Kritik dazu veröffentlichen und dann kann ich auch demnächst irgendwann mal ein Review zu diesem Film machen. Ich hoffe, dass euch dieses Mediabook gefallen hat. Hoffentlich hat euch auch dieses Video gefallen. Wenn ja, dann liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.